Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Im letzten Part sind wir zur ersten Welt zurückgekehrt, um dort mal wieder nach dem Rechten zu sehen. Haben tatsächlich den allerersten Boss überhaupt im Spiel mal kurz vernichtet. So. Habe ich ihn erwischt eigentlich? Oh ja, habe ich. Wo könnte denn jetzt halt hier die Welt sein? Ich vermute, dass mir hier eine Welt fehlt. Weil es bis jetzt in jeder Welt 5 Stück gab und ich hier bis jetzt nur 4 habe. Darauf stützt sich meine Theorie. So. Wo ist... Du lässt sie da erstehen. Oh, habe ich die noch nicht? Alpenkamm. Oh, die habe ich noch nicht. Okay, ich habe den Alpenkamm ignoriert. Na, dann mal rein da. Kann doch nicht sein, dass wir hier eine Welt ignorieren. Nee. So leicht ist das nicht, ey. Nee. So was machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Spiel mehr als ich sollte. Ohne Witz jetzt. Ich habe es schon im ersten Part angemerkt, mir geht hier ein kleiner Kindheitswunsch in Erfüllung, dass ich Spyro endlich mal spiele. Hatte ja nie eine Ahnung, was man da eigentlich überhaupt spielt, wie man das überhaupt spielt, was das überhaupt für ein Spiel ist. Und oh mein Gott, es ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich meine, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Oh mein Gott, ist dieses Spiel gut. Ich liebe es. Bist du tot? Ja. So. Bist du tot? Ja. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit irgendwelche Blöcke hin und her zu schieben? Aua. So. Mein Chamäleon ist schon wieder angeschlagen. Das ist gar nicht gut. Oh, schau mal, ein goldener, so geil. Immerhin 10 Diamanten. Okay. Warte mal, euch kriege ich doch in einem Rutsch. Ha, nee, eben nicht. Weil dafür müsste ich ja spielen können. Geh kaputt! So, wunderbar. Wie viel gibt's hier eigentlich? Oh mein Gott, 4 Drachen, 500 Diamanten und ein Ei, okay. Okay. So. Drache Nummer 1, Zane. Oh, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh gut, das dachte ich auch nicht. Alles gut, ich habe doch von nichts und niemandem Angst. Ich habe von nichts und niemandem Angst. Außer vielleicht vor Omi, wenn sie ihre Pantoffeln rausholt. Omi mit Pantoffeln, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, aber sonst habe ich von nichts und niemandem Angst. Was vielleicht noch gefährlich ist, wenn die Mama mit der Bratpfanne kommt. Ist auch noch gefährlich. Aber sonst. Einfach nichts und niemandem Angst. Bin mutig. Mutig. So einer. Guten Tag. Ist der Pantoffel-Opa. Der ist nicht so gefährlich. Weil der Opa, der kann nicht so mit Pantoffeln umgehen. Nee. Das ist nicht dem seine Stärke. Die Pantoffeln sind nicht das Opas Stärke. Ja, der Opa, der kommt gleich mit dem Baseballschläger. Er kommt mit dem Basie daher. Ah, Pantoffeln, das ist Oma. Es sind die Omas. Die Omas sind ihre gefürchteten Pantoffeln. Oh, das ist ein Drache, sehr schön. Hallo Eldred.
Danke, dass du mich befreit hast. Gerne doch. Hat Tabi doch gern gemacht. Geh kaputt. Sehr schön. Hey! Hör auf, nach mir zu schlagen. Das ist nicht okay. So, das macht man nicht. Wow! Was ein Wichser! Hast du das gesehen? Was ein Wichser! Da holt er doch eiskalt so ein Viech! Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Was ist ein Lebengold? So! Yes! Bisschen weg, damit sie mich nicht trifft und geil! Schaut euch das mal an hier! Schön viele Diamanten. Schön viele Diamanten. Ja, es ist gut. Ah, wo war ich denn noch nicht? Ich war hier oben noch nicht, aber das sieht da nach... Ja, schau mal, da geht's noch, da geht's sogar nach Hause. Also wollen wir natürlich erstmal den Weg hier lang. Sehr schön. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, was ich da mache. Also ich komme in dem Level bis jetzt eigentlich durchaus akzeptabel voran. Allerdings habe ich noch kein Eierdieb. Und zwei Drachen fehlen mir noch. Naja. So gut komme ich dann wohl doch nicht voran. Mir fehlt ein Eierdieb und zwei Drachen. Ein Drachen haben wir hier. Xander. Gut gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Ich bin der Beste. Ist gar keine zwei... Ah, schau mal da drüben. Okay. Behalten wir im Hinterkopf. Da sollten wir vielleicht mal lang. Mal hier. Hier gibt's... Ist das da hinten der Eierdieb? Warte mal. Schauen wir uns natürlich genau an. So, jetzt bin ich ja hier wieder am Start. Ja, schau mal, da hinten habe ich ja einiges übersehen. Da habe ich ja so einiges übersehen. Ja, nee, nicht so zwingend übersehen, aber wie komme ich denn da hin? Ach so. Oh, das könnte funktionieren. Oh, das könnte funktionieren. Yes! So. Okay, er macht sowas. Das kann er machen. So. Perfekt. Okay. So, mir fehlt immer noch der Eier. Mir fehlt immer noch der verdammte Eierdieb. Wow! Ihr elenden Pisser! Da bin ich halt eiskalt drauf reingefallen. Oh, diese elenden Pisser! Oh, diese elenden Pisser!
Schau sie an, wie sie es feiern, dass sie mich so verarscht haben. Schau sie an, wie sie es feiern. Oh, diese Pisser. Diese Pisser. Wie sie sich halt freuen. Kann ich hier... Aua. So. Und jetzt haut es alle wieder weg. Okay. So. Elenden Pisse hier. Gut, aber wir haben immer noch dasselbe Problem. Mir fehlt immer noch der Eierdieb. Und ein Drache. Der Eierdieb und ein Drache. Also hier habe ich jetzt auf jeden Fall alles. So, hier habe ich jetzt auf jeden Fall alles. Dann. Schau mal, da hinten ist der Drache. Wie komme ich denn zu dem hin? Aha. So, und da ist der Eierdieb. Dann komme ich da wahrscheinlich von da oben hin. Einmal so. So. Ist es nicht viel, was da fehlt? Oh, ich hoffe, ich hätte bei dem einen Drachen speichern sollen, oder? Zählt es als Speichern, dass ich in seiner Nähe war? Ja, tut es, sehr schön. Einmal, wie wäre es, wenn ich als erstes dahin gehe? Komm her! Komm her! Ich krieg dich! Elender Sack, du! Komm her! Ach, kannst du mal aufhören, so schnell zu sein? Hallo, Kelvin. Denk dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Ist okay. Ich kümmere mich um alle Diebe, aber... jetzt klappt das nicht so ganz so, wie ich will. So, wo ist der Dieb? Da. Warte mal, ich krieg dich. Ah, das ist aber ein schwerer Dieb. Das ist ein schwerer Dieb. Ah, den krieg ich. Immer schön eng die Kurven nehmen. Warte mal. Ich krieg dich! Komm her! Hat es nicht als Treffer gezählt? Komm schon! Oh mein Gott, ist das ein schneller Dieb!
Yes! Okay, mir fehlen noch 21 Diamanten. Es könnte sein, dass da drüben was ist. Wow! Really? Really? Ich habe gehofft, dass es nicht so weit kommt. Ja. Gerade war ich... Mein Gehirn war kurz AFK. Sagen wir es mal so, freundlich ausgedrückt. Ich war gerade vollkommen überfordert. Oh mein Gott, ich muss fliegen, aber wie geht das? Ich war gerade irgendwie volle Kanne AFK. Okay. Ich bin gerade volle Kanne AFK. Was ist denn los mit mir? Ich krieg gerade die einfachsten Sachen nicht hin. Oh mein Gott. Was ist denn gerade los mit mir? So. Ah, ein gelber. Das ist schön. Gelb-Gold. Irgendwie so. Honiggelb. Senfgelb. Hm? Um es in der Frauensprache zu sagen. Oh mein Gott, als ob mir ein einziger fehlen würde, weißt? Really? Ist dem so? Ist dem so? Mir fehlt ein einziger. Echt? Da ist er! Yes! Unerwartet haben wir das Level zu 100% abgeschlossen. Das ist natürlich sehr gut. Perfekt. Das bedeutet, wir können schon zur nächsten Welt. Das bedeutet, dass wir tatsächlich schon zur nächsten Welt können. Das ist natürlich super. Aua. Das Ei habe ich schon, oder? Ja, habe ich schon. Tatsächlich fehlt mir hier nur noch eins. Deswegen muss ich auch schauen, ob es hier irgendwo einen zweiten Schlüssel noch gibt. Aber hier gibt es keinen zweiten Schlüssel in dem Level. Deswegen muss der eine Schlüssel reichen. Aber ich verstehe nicht, warum er nicht aufsperrt. Warum tut der eine Schlüssel nicht das, was er soll? Nämlich die Kiste aufsperren. So. Dahinter gibt's auch nicht. Aua! Ah, oh, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Du warst gemein. So. Einen Schlüssel. Er sperrt die nicht auf. Und ich weiß nicht warum. Er sperrt die Kiste nicht auf. Aber ich hab doch den Schlüssel. Warte mal. Nee, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ist hier noch... Hier ist aber nirgendwo ein zweiter Schlüssel.
Ich habe mir gedacht, dass man vielleicht dann zwei Schlüssel dafür braucht, aber... Aber dem ist nicht so. Dann weiß ich auch nicht, warum. Dann weiß ich auch nicht, warum ich die Kiste nicht bekomme. Ich bekomme sie auf jeden Fall nicht. Finde ich jetzt schade. Warum auch immer ich die Kiste jetzt nicht bekomme. Aber es soll nicht so sein. Aber es lässt mir halt auch irgendwie keine Ruhe. Ist es aber so. Habe ich gern gemacht. Ja, ab in die Monstermacherwelt. Monstermacherwelt, wir kommen. Wir kommen, Monstermacherwelt. Wieder mit unserem Heißluftballon zur nächsten Welt. Die wievielte Welt ist das jetzt schon? Die erste, zweite, dritte, vierte, oder? Ist es die vierte Welt? Kann es sein? Wie viele Welten? Oh mein Gott, es ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Das ist die erste, zweite, dritte... Ja, die vierte Welt, genau. Ich habe jetzt fast 50%. Das bedeutet, wenn ich die Welt habe, dann habe ich 50% wahrscheinlich. Dann ist das Spiel aber doch relativ... Ja, ich würde jetzt nicht sagen lang, aber auch nicht wirklich kurz. Akzeptabel, muss ich sagen. Dann ist es echt akzeptabel lang. Bei solchen Spielen habe ich ja immer Angst, weiß, dass sie wirklich pisskurz sind. Siehe Sonic. Sonic hat ja mit Abstand wahrscheinlich die kürzesten Spiele überhaupt. Außer vielleicht Sonic Unleashed. Sonic Unleashed hat sehr viel Content. Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Wobei Sonic Unleashed ja auch nur so viel Content hatte, weil die Nachtlevel sehr lange waren. Wobei die Nachtlevel in Sonic Unleashed sehr gut sind, wie ich finde. Also ich mag sie. Da will ich mich doch echt so eine Wildsau angreifen. So, ich will jetzt noch ganz kurz hier die Sachen einsammeln, die es hier noch gibt. So, sehr schön. So, wo ist denn der nächste Drache? Gibt's hier auch... Ne, Eier gibt's hier keine. Dahinter was? Nein. Einen Drachen gibt's noch. Ah, ein Leben. Leben ist... Ah, du bist wieder in der Kiste, die ich aufsperren muss, wo ich jetzt einfach mal hoffen muss, dass es auch dieses Mal funktioniert. Da hinten ist nichts. Hallo? Zap. Wunderbar. Es funktioniert. Oh, schau mal, da drüben ist schon der nächste Typi. Da ist schon der nächste Typi. Noch mal eine Welt. So, was willst du? Mir tun die Drachen so leid, die noch im Kristall festsitzen. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn ich 50 rette und ich habe 46 gerettet. Wow. Wow, ich hätte auch das beinahe so geschafft, ohne dass sie mir gesagt hätte, was er von mir will.
Was auch darin liegt, dass ich immer versuche, sämtliche Drachen zu retten. So, warte mal, wo ist denn dann... Wo ist denn dann der Drache? Und wie... Da drüben ist der Schlüssel! Da ist der Schlüssel! Danke! Ich hoffe mal, dass der Schlüssel dieses Mal funktioniert. Okay. Und... Ich hoffe mal, das funktioniert. Yes, tut es. Okay, warte mal. Wo war jetzt die Kiste? Da. Okay, der Schlüssel funktioniert. Dieses Mal funktioniert. Ja, ich weiß, meine Freunde, der Part ist schon längst vorbei. Aber... Das will ich jetzt halt jetzt noch kurz machen. Entschuldigung. Fuck. Ist ganz schlimm bei mir mit Spyro. Ich kann echt nicht aufhören zu spielen. Ich kann wirklich nicht aufhören zu spielen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ah, schau mal. Ah, ein goldener, geil. Hier ist wirklich nichts. Okay. Hätte das sein können. So. Mir fehlt aber immer noch ein Drache. Und ein paar Diamanten. Ah, da hinten ist der Drache. Sehr schön. Warte mal. Und... Ja, Wasser. Geil. Yo, was geht ab? Hallo, Klitus. Aber ich muss los. Geil. Wir haben die Drachen. Na, hallo, gehst du mal auf? Na, so viele Diamanten fehlen mir auch gar nicht mehr. Hast du so gedacht? 34 Diamanten noch. Die sollten jetzt aber nicht das Problem sein. Die kann ich nämlich auch da unten finden. Wo ein weiteres Level auf mich wartet. Sehr schön. Bringt es was, dass sie diese ganzen Pilzjäger? Okay. Ich bin Pilzjäger. Ich will kein Pilzsammler sein. Drei noch, komm schon. Die kriegen wir doch noch. Die kriegen wir doch noch. Die drei Kristalle. Die kriegen wir noch. Da, schau, da sind sie doch. Yeah. Und Level abgeschlossen. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an Ort und Stelle wieder. Und dann werden wir diese Welt hier mal komplett abschließen. Also gut, meine Freunde, das war mir, wobei nicht alles in einem Paar da war. Sehe ich das gerade richtig? Wir haben ziemlich genau 3 Stunden. Das ist sehr, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war mit Let's Play Spyro the Dragon für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.